Sie sind wieder zurück. Nick Schröter und Richard Barnusch haben erfolgreich an der Juniorenweltmeisterschaft im Bahnradsport teilgenommen. Nick Schröter hat im Teamsprint mit zwei anderen Mitstreitern sogar die Bronzemedaille geholt. Nur Russland und Australien waren mit einer bzw. zwei Zehntelsekunden schneller. Trotzdem ist Nick zufrieden mit seiner Leistung. Das ist schon, soll man sagen, großer Höhepunkt für einen im Jahr. Man ist zwar mit ziemlich hohen Erwartungen dorthin gekommen, auch vom Trainer aus, nach den letzten zwei Jahren, wo es gar keine Medaille gab für Deutschland. Ja, nach dem Vorlauf war es ein bisschen ärgerlich. Wir haben um 7.000. das große Finale verpasst. Aber da haben wir uns dann nochmal alle zusammengerissen und dann ist halt der dritte Platz draus geworden. Und da macht einen schon stolz. Richard Barnusch hat den 7. Platz im Mannschaftsfahren erreicht. Im Punktefahren lag er sogar lange vorne. Dann ist er mit zwei Konkurrenten zusammengestoßen. Richard war in der Mitte und konnte nicht mehr ausweichen. Für eine Medaille hat es somit nicht gereicht. Das ist für ihn zwar ärgerlich, trotzdem freut sich Richard, dass er überhaupt teilnehmen durfte. Ja, es ist auf jeden Fall eine Leistung und ich freue mich auch sehr über diesen Erfolg, weil am Anfang stand es noch gar nicht fest, dass ich überhaupt sozusagen fahren werde, weil eigentlich war ich gar nicht nominiert, aber dadurch, dass dann andere Personen krank geworden sind, wurde ich dann noch nachnominiert und durfte dann im Vierer und im Punktefahren starten. Für RSC-Präsident Bernd Kühner ist das ein großer Erfolg. Immerhin waren die besten U19-Fahrer aus der ganzen Welt dabei. Er hat die Leistung der beiden schon eine Weile verfolgt. Es ist bei beiden zu erkennen, dass sie wirklich von Anfang an immer ganz vorne dabei waren und auch wirklich dabei sein wollten. Also dass, wenn man dort jetzt mal so in die Pressearchive reingeht, das ist eindeutig rauszulesen. Bloß es klappt halt nicht immer. Manchmal kommen irgendwelche gesundheitlichen Themen dazwischen oder sonst irgendwie was, wo sie dann eben mit dem Sport aufhören. Es können ja alle vorne rein, aber eins haben sie halt beide wirklich mitgebracht und das ist dieser unbedingte Wille, dieser Ehrgeiz und auch diese Fähigkeit, dann auch mal über Grenzen rauszugehen. Für Nick und Richard war es aber die letzte Juniorenweltmeisterschaft. Im nächsten Jahr fahren die beiden 18-Jährigen in der höheren Altersklasse mit. Vorher stehen aber erstmal noch die deutschen Meisterschaften im Cottbuser Radsportstadion an.